Ich freue mich auf jeden Fall auch auf ein Jew-Video. Ich finde es immer nice. Papa-Platte genauso. Also, let's go, der Hase. Wie ist eigentlich die Lautstärke? Pam Shop. 6 Uhr morgens, Leute. Das ist 6 Uhr morgens, by the way. Okay, ich glaube, die Lautstärke sollte in Ordnung sein. Pam Shop. 6 Uhr morgens, Leute. Das ist nicht unsere Zeit. Damit heißt euch live willkommen. Jolo. So, Situation ist folgende. Wetter über, Triebenskacke, Boden platte, aber ready. Der Lieferant des Pools ist einfach nicht da. Der war aber dafür dreimal schon da, während wir am Drehen waren. Das heißt, keiner konnte irgendwas in Empfang nehmen. Scheiße, ne? Jetzt stehen wir hier mit Pool- und Saunatechnik, Herr Rinos Firma und der Pool ist nicht da. Und jetzt wird der Regen stärker. Was sagst du? Hilfst du mit? Ja, ich wollte schon sagen, der muss irgendwo da sein. Ohne Känguru läuft kein Jew-Video, das geht nicht. So, John ist auf dem Weg hierhin. Mach doch klar, der wieder der Prank an John. Wir müssen irgendwie live noch mit einbauen. Das Team von live. Und man könnte denn wie Stufen, ne? Dunkel. Dann sieht das aus, als ob du so einen Naturstern belachtest. Ey, ich mach alles, was du sagst. Du hast da das Auge. Hat der gerade, ich weiß nicht, ob ich das richtig sehe, hat er die Cappy auf der Kapuze drauf? Ja, für die Pool-Ästhetik. Aber wissen das, wenn da so Stufen sind und die schwimmen jetzt mit dem Rücken rückwärts? Was hat der auf dem Kopf, Digga? Das ist nicht die Kapuze. Das ist nicht die Mütze auf der Kapuze. Aber was ist das auf dem Kopf? Absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. 2 Caps? Nein, Digga, dann würdest du doch hier dieses Teil, was rausguckt, doch sehen hier hinten, oder nicht? Oder der hat die so schräg auf. Das wäre auch eine Option. Guck, du siehst es nicht. Also das sind nicht 2 Caps. Das ist irgendwie bestimmt von irgendeinem Werkzeug oder von irgendeinem Material, irgendeinem Deckel oder sowas. Oder von irgendeiner Lampe oder Glühbirne, die Abdeckung oder irgendwie sowas. Ich bin mir safe sicher. Der hat irgendwas gefunden und einfach draufgelegt. Safe. Die einzige Sorgen, die andere hat. Eine Schüssel. Ja, das kann auch sein. Kurz irgendwie Frühstück, Kellogg's gestern, zack. Statt sauber machen, let's go, einfach im Kopf drauf. Ey, Junge, ich sag auch viel zu oft let's go. Damit muss ich auch aufhören. So hoch wird der Pool. Wasser. Wir haben ja also einen Kollegen, der ist übertrieben ist immer abgefuckt, wenn er dieses Känguru hier sieht. Ja, ja. Da wollte ich fragen, ob du dem das recht geben kannst. Hallo? Nee, das ist einfach zu groß. Die Lieferant ist gerade gekommen, das heißt, der Pool wird jetzt reingetragen. Bin ich mal gespannt. Bist du gespannt? Ich frag mich wieder, warte mal. Das sind wahrscheinlich immer sehr viele Einzelteile, okay? Ja, sehr wahrscheinlich, weil anders geht sowieso nicht. Die können nur durch diese Tür, durch diese kleine, schmale Tür, die ist wahrscheinlich 2 Meter breit maximal, wenn überhaupt. Was für 2 Meter breit? Nein. Die ist Meter breit, maximal, oder 1,50, komm, 1,50. Nee, eigentlich nicht. Ja, nee, ich dachte, ja, an einem Stück Vipex, aber ich dachte eher, vielleicht ist es so, also ein Pool ist ja rechteckig, ne, und ich dachte nicht, also ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass vielleicht die Seitenteile immer als ein Teil kommen, also sozusagen dann 4 Teile, so 2 auf der Seite und 2 auf der Seite, das war so meine Überlegung. Dann habe ich aber bemerkt, dass man auch die seitlichen Teile nochmal kleiner machen kann, in kleinere Stücke aufteilen kann und dann nochmal mehrere kleine Stücke hat, nicht 300 IQ. Lisa. Was ist das? Müssen wir schon nehmen? 100 Stück. Komm, du lass mal so einen Granitstein anheben gemeinsam. Okay. Wenn man ein bisschen trainiert. Boah, das ist echt schwer. Wow! Scheiße, irgendwas geht kommen. Kann ich mit dem Abfahren helfen? Doch, machen wir. Nur auf. Scheiße. Okay. Da kommen auch Dinge. Oh. So viel überall. Alles der Pool. Ja, live. Das Lego-Baukasten-Set. Manche Leute machen sich es einfach. Und manche Leute machen es sich übertrieben kompliziert. Wir brauchen Musik zum Arbeiten. Wenn ihr Schlager hört. Irgendwas ist egal. Wir hätten eine asoziale Playlist. Na top. Jetzt wird gebaut. Jetzt wird gebaut. Was hast du gehört? Ich habe ein bisschen rausgehört, dass sie gerne ein Hopfenmalz-Getränk beim Arbeiten hätten. Und auch die asoziale Playlist von uns würden die auch sehr gerne hören. Außer jetzt noch eine Playlist. John hat verpennt. Du hast verpennt. Da hast du schon live Hallo gesagt? Ja, hab ich. Schläfst noch ein bisschen, ne? Guck dir mal die Folien an, da, was du da am besten findest. Wir sind gerade am Folien aussuchen. Hier? Ja. Ich lese meinen Katalog da so ein bisschen durch, blätter nach. Andere Seite, bitte mal.
Jock Güzel, alter Jock Güzel. Ja. Macht ihr alles heute? Nee, ach, ich glaube, die gießen den heute. Nein. Wir müssen den erstmal aufbauen. Was passiert heute? Sieht gut aus. Wir stellen den Pool. Sehe ich gut aus. Auch nicht schlecht. Mit diesen Stufen vorstellen, ne? Mhm. Komplett. Mit Treppe und dann werden die Einbauteile gleich eingesetzt, immer Düsenlampen. Mhm. So vorbereitet, dass im Prinzip morgen Beton gemacht werden kann. Mhm. So ist wohl der Plan, ne? Also ich komme morgen auch. Nein, Beton machen wir ja nicht. Machen wir? Weiß ich nicht, wer macht. Wer macht Beton? Nee, das machen doch die anderen, ne? Echt? Das sieht schön geradeaus, oder? Ja. Aber ist schon besser. Ist jetzt schon ein schönerer Pool. Das ist doch schön ordentlich auch, ne? Also ja, voll. Und wenn er fertig ist, der Pool, machen wir einen Song mit live. Ich dachte, dann habt ihr schon vergessen. Nee. Das steht in der To-Do-Liste. Erstmal bauen wir hier was fertig und dann gucken wir mal weiter. Aber der Pool wird schon fett sein, glaube ich. Ja. Also nach so viel Chaos würde ich denen das wirklich gönnen, wenn die so einen vernünftigen Pool im Garten stehen haben. Ne? Ja, und du wirst es mal wach. Ne? Was ist das bitte für eine Übersetzung? Wenn es natürlich als Übersetzung durchgeht. To-Do-Liste. Erstmal bauen wir hier was fertig. Okay. Gucken wir mal weiter, ne? Ja, und du wirst es mal wach. Ju berührt ihn, traurige Musik, und dann kommt der Text hier. Jeder deiner Berührungen, ist das richtig geschrieben? Berührungen, ich muss das googeln. Berührungen, da fehlt ein R. Genau, nochmal zurück zum Thema. Jeder deiner Berührungen ist wie ein Tritt in die Eier. Pause, ja. Bro, what the fuck? Das war helfen. Oh. Thomas. Ja. Oh, Mikado. Mikado jetzt damit spielen. Das ist für Kevin Wolter. Schon einfach rausgegangen, um nichts zu tragen. Ja. In die Zwischenräume kommt jetzt Eisen ohne Ende und dann nachher der ganze Zoll sackweise 100 Meter von hier zu liefern. Krass. Du kannst durchspielen, wenn du willst. Eigentlich ein ganz einfaches System. Lego für große Jungs. Alter, das ist ein Kabelbinder. Jetzt aber los. Jetzt geht's los. Oh, der Chef ist da. Zeig mal Julian, wie es funktioniert. Wow. Das ist zusammenstrafst. Sehr schön fest. Wie die fest wird. Wie die Rinden noch. Genau, Julian. Kein Bock mehr, ne? Nö. Du kannst einfach mal helfen. Du auch. Ja, ich helfe mir. John, dieser Edit, Alter. Mit dem Falle halte ich mich fest. Der einer kommt hier, ja. Ja, wollt ihr Musik hören oder was? Ja, bitte. Wir chillen hier am Pool, komm doch mit. Komm nicht runter. Komm runter. Und jetzt. Mega smart. Guck mal, wir machen Epidemic Sound Music und dann müssen wir keine Musik mehr drunterlegen. Was denn? Das ist ja gleichzeitig Wandstabilisierung. Guck, das wird ja mit Beton hier aufgefüllt. Smart. Alle am Arbeiten, voll fokussiert, voll konzentriert. Nur die kleine Ecke hier. Und das dann wird kommt die Außenwand. Kleine Überraschungsaktion für meine Mom jetzt. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Mama. Das sieht ganz gut aus, das ist ein Zetti. 1,41. Also so genau wurde hier noch nie gemessen, wurde hier so genau. Das ist ja cool. Dann machen wir das genauso, wie du gesagt hast. Ja. Ich schuld ja auf keinen anderen Schienen machen. Jetzt wird geflext, Leute. Pack dran.
Ist das nicht heiß? Das ist heiß. Ja, mach. Richtig. Danach muss man auch nicht mehr die Beine rasieren, weil es alles weggeplext ist. Ist nicht so für eine glühende. Wir werden morgen erst ausgepackt, ne? Wir sollten ja morgen erst ausgepackt werden. Die hat mir doch extra das Ding gemacht. Der hat erstmal Schock seines Lebens bekommen. Erst ausgepackt werden. Die hat mir doch extra das. Oh shit! Spaß. So, in die Betonplatte wird jetzt reingebohrt und dann kommen diese Stangen da rein, die jetzt immer gerade noch verkürzt werden. Und dann mehr Stabilität. Es wird richtig geflext, Leute. Aber wichtig. Ich bin bereit. Ja. Ich hab Respekt davor, weil einfach unter mir die ganze Zeit so Flammen in meinem Pimmel schießen. Ich hab das erste Mal in seinem Leben gefleckt. Nee, ungefähr, dass du mit dieser Stelle hier oben an der Kante. Boah, so tief. Was musst du machen, Tom? Boah, einfach noch. Lass alles raus! War ja viel schneller als er. Bei mir war ein Eisen drin. Ja, das sagen wir alle. Stahl und Beton haben ein relativ ähnliches Verhalten bei Hitze, deswegen... Okay, gut. Wir haben es gerettet. Scheiße, da weiß ich überhaupt nicht, was das ist so. Stahl und Beton haben gleiches Verhältnis bei Hitze, von der Ausdehnung her. Deswegen wird das zusammen verwendet für Stabilität. Boi. Da geht man quasi so hinter der Poolbar so rein, oder was? Wie eine Vibra. Poolbar, habt ihr gehört? Eine Poolbar. Aber da kannst du ja direkt einen Cocktail nehmen und dann kannst du da reinlaufen. Das ist doch super. Und vier Stufen, ne? Vier Stufen. Also 30 cm. Gehen wir nochmal zurück und bohren die Löcher mal bitte nach. Du musst alles, was ich gemacht habe, musst du jetzt nochmal. Warum das denn? Weil die mir einen falschen Bohrer gegeben haben. Weil der Thomas verkackt hat. Ja, genau. Also einfach durchziehen. Dreht einfach grad, wenn er nicht dreht, der Bohrer ist nicht drin. Ey, warum dreht er denn? Du darfst nicht zu viel drücken. Nicht zu viel drücken. Einfach arbeiten lassen. Erstmal hochziehen wieder. Das tut mir leid. Gut, wenn da ein Eisen drin ist, ist es dann verkantet sich. Das ist normal. Okay. Zwei Löcher sind auch okay. Nein, Spaß. Manchmal. Das war. Manchmal muss man einfach nicht durchdrehen. So, manchmal. Das passiert auch jedem wahrscheinlich, ey. Klassiker. Passiert mir auch voll oft. Muss man auch links abbiegen. 3, 2, 1, Motherfucker. Mal sind Löcher tief. Überall? Ja, bitte. Spring hier rein. Ich spring da nicht rein, ich brech mir alles. Hey! Ja, lauf! Willkommen im Live-Truck. Wir fahren jetzt was Stahl holen. Oh, das ist knapp. Aber Live-Truck meistert auch das. Für Profis und Selbermacher. Geil. Freue ich mich auf jeden Fall. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass das endlich mal zu Ende geht. Ich würde mir auf jeden Fall mal den fertigen Pool mal komplett ansehen wollen. Da auf jeden Fall, da habe ich richtig Bock drauf. Thank you.